Herzlich willkommen, mein Name ist Marco Sopitz und ich begrüße dich jetzt hier zu meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. In unserer 47. Lektion wollen wir uns jetzt letztlich darum kümmern, wie man in ein Formular schon eine Radioauswahl eintragen kann. Wir haben hier wiederum zwei Formulare, in jeweils zwei Listings und hier unten dann wiederum ein Listing. Wenn ich hier auf ein 1 zum Beispiel klicke, wird das Ganze hier dann dementsprechend dann ausgewertet. Wenn ich auf Ja gehe, springe ich dann weiter, weil ich nämlich hier dementsprechend dann eine dritte Seite eingetragen habe. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Ich habe hier wieder ein Formular, Liste älter als 18 Jahre alt. Vielleicht spiele ich das vorher nochmal zurück. Bist du älter als 18 Jahre alt? Und dann hier die Auswahlmöglichkeit wieder in einem Radiobutton, wie in einem der vorgehenden Videos schon beschrieben, also wieder dieselbe Namensbezeichnung, unterschiedliche Werte. Mit Submit kann man das Ganze abschicken. Und hier wieder ein Formular, ähnlich wie wir es in der vorgehenden Lektion gehabt haben, indem ich hier dann in dem Fall mit Ja oder Nein dann festgebe mit Checked, ob dann später auch dann was ausgewählt wird. Ja? Und das dementsprechend wird es dann auch ausgewertet und dann angezeigt. Das heißt, wenn das Wert Ja herauskommt, wird dann Checked eingefügt und Checked führt dann dazu innerhalb von Input Type Radio, das führt letztlich genau ein bisschen her, fängt hier an, wenn man Checked eingibt, dann ist das ausgewählt. Und könnte dann auf die Art und Weise von einem Formular zum nächsten dann diese Einstellung mit übernehmen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Nein annehme und hier auf OK klicke, bin ich dann eben weiter zurück, gehe ich nochmal zurück, komme ich an den Anfang, bist du älter als 18, klicke ich auf Nein, es wird das Nein beibehalten, ich bin jetzt hier dann in dem Fall in diesem Formular angelangt, ich könnte jetzt hier nochmal Ja mich umentscheiden, auf OK klicken, komme dann wieder ins Leere letztlich, weil hier diese 03-Seite gewählt wurde. Das heißt, das Entscheidende ist hier, wenn man checkt möchte, braucht man ein zweites Formular, kann man das mit Post, kann man es mit $Post dann auswerten, ist jetzt schauen, ob über etwas übergeben wurde und kann dementsprechend dann auch hier das einfügen an der Stelle oder bei dem anderen. Kann so auch dann Werte übergeben. Ja, dann bleibt für mich der Hinweis, arbeite hier unten diese Aufgabenstellung durch, versuche also, ob du das auch mit dem Check schaffst und dann bleibt von meiner Seite zu danken für das Zuhören und Zuschauen. Danke.